Verpackungen schützen Lebensmittel und andere Produkte. Sie stehen aber auch in der Kritik. Stichworte dazu sind Littering, also das achtlose Wegwerfen von Verpackungen, oder auch Mikroplastik, uns sind die Bilder von Plastikinseln im Meer alle vor Augen. Das sind nur zwei, um diese zu nennen. Das will natürlich niemand, aber niemand will an der Fleisch- oder Käsetheke ungeschützte Produkte kaufen. Klar ist, ohne Kunststoffverpackungen würden viele Lebensmittel schneller verderben und Ersatz dafür ist noch nicht in Sicht. Für Kunststoffverpackungen einzutreten war vor der Corona-Zeit nicht unbedingt en vogue. Hat sich das jetzt ein wenig geändert? Pro Kunststoffverpackungen argumentiert natürlich die Industrievereinigung Kunststoffverpackung. Fällt das Argumentieren jetzt leichter? Fragen wir die Geschäftsführerin der Vereinigung, Mara Hanker. Hallo, Frau Hanker. Schönen guten Tag, hallo. In der Vor-Corona-Zeit konnte man den Eindruck gewinnen, Kunststoffverpackungen sind langsam verpönt. Auch wenn das nicht ganz richtig ist, hat sich das Image der Kunststoffverpackungen jetzt in Zeiten einer Pandemie verändert? Ja, das Image sage ich eigentlich immer ganz ungern. Es ist eher die Wahrnehmung. Tatsächlich, Image hat so was Werbliches. Ja, vor Corona hat eigentlich jeder bei Plastik immer nur an Abfall gedacht. Plastikfrei war das Schlagwort, das auch viele sachliche Argumente übertönte. Und mit Corona wurde plötzlich ein neues Bewusstsein geschaffen, auch für die Funktion von Verpackungen. Also ich möchte lagern, ich möchte mich bevorraten können, ich möchte, dass es sicher verpackt ist. Ich meine, natürlich gibt es Lebensmittel, die man abwaschen kann, aber ich möchte nicht, dass auf meinen unverpackten Schnittkäse genießt wird. Da hat einfach eine veränderte Wahrnehmung stattgefunden beim Verbraucher, die jetzt wieder ein bisschen bereiter sind, offener auf Funktionen und ihre Verpackung zu schauen. Jetzt sind die Schwierigkeiten mit Entsorgung, Recycling, Wiederverwendung dadurch natürlich nicht verschwunden. Was sagen Sie dazu? Ganz klar, die Probleme und die Herausforderungen sind noch genau die gleichen, die wir auch schon vor Corona erlebt haben. Das hat sich damit nicht erledigt und das wäre ja auch schlimm, wenn das jetzt die Haltung der Industrie wäre. Meeresmüll ist definitiv ein Thema, das wir global angehen müssen. Und wir glauben aber auch, dass die Voraussetzungen dafür extrem gut sind, weil innerhalb der Wertschöpfungskette vom Erzeuger über die Hersteller, dann auch die Markenhersteller bis hin zu den Recyclern jetzt einfach stärker miteinander gesprochen wird. Da findet viel mehr Kooperation statt. Es gibt Allianzen gegen Meeresmüll und es gibt eine ganz deutliche Transformation, also einen Wandel der Kunststoffindustrie und speziell auch der Kunststoffverpackungsindustrie hin zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft. Also mit mehr Recyclingmaterial im Einsatz, mit einer noch stärkeren Recyclingfähigkeit und einer deutschen Kunststoffverpackungsindustrie, die sich da auch sehr ambitionierte Ziele gesetzt hat. Sie haben es erwähnt, die Bilder von Plastikinseln im Meer haben wir alle vor Augen. Jetzt sind wir in Deutschland oder Europa nicht unbedingt die hauptsächlichen Verursacher dafür, aber wir können nicht auf Asien zeigen und uns zurücklehnen. Was unternimmt Ihre Branche da? Ja, Sie haben recht. Auch wenn vielleicht 4% der Einträge in den Meeren aus Deutschland und Europa kommen, muss man von globalen Wertschöpfungsketten ausgehen und dann dementsprechend auch einer Verantwortung und dem gemeinsamen Ziel eben für Klimaschutz und Umweltschutz zu sorgen. Das fängt bei den Herstellern natürlich in den eigenen Betrieben schon an. Unsere Mitglieder in Deutschland haben sich verpflichtet, der Initiative Null Granulatverlust beizutreten, also schon im Produktionsprozess keine Granulate verloren gehen zu lassen. Es gibt große Allianzen, die sich gebildet haben, sagte schon die Alliance to End Plastic Waste, um eben Projekte gerade auch in Asien und in den Schwellenländern zu unterstützen, um quasi die Abfälle aus dem Meer herauszuholen oder viel besser noch dafür zu sorgen, dass sie gar nicht erst hineingeraten. Und das ganze Thema Kreislaufwirtschaft, Rezyklateinsatz, Schließen von Kreisläufen ist natürlich auch eine Option, vor allen Dingen hier in Europa, Ressourcen zu schonen und dafür zu sorgen, dass nicht Abfälle dorthin gelangen, wo sie nicht hingehören. Ein wichtiger Aspekt ist meiner Meinung nach auch Informationen der Verbraucher, die genau wissen, wofür eine Verpackung gut oder weniger gut ist. Sie haben gerade ein Informationsportal dafür gestartet. Ist das jetzt eine Werbung für Plastikverpackung oder etwas anderes?
Wir machen tatsächlich explizit keine Werbung. Also das überlassen wir den produzierenden Unternehmen. Unser Anliegen als Verband für die Gesamtindustrie ist tatsächlich Information. Daher ist diese Plattform auch eher eine Plattform zum Austausch. Mit dem Newsroom, den wir vorher geschaffen haben, lassen wir ausdrücklich auch kritische Meinungen zu, gehen in den Dialog. Mit dem Verbraucherportal wollen wir jetzt ganz besonders eben nochmal auf die Funktionen von Verpackungen aufmerksam machen, blenden dabei aber die Themen Meeresmüll und Umweltschutz, Klimaschutz nicht aus. Ganz im Gegenteil, es geht darum, eine Win-Win-Situation zu schaffen, also quasi die Kunststoffverpackung in ihrer Nutzenphase zu schätzen, ihre Klimavorteile, ihre ökologischen Vorteile sinnvoll auszunutzen und dann eben auch in der Nachgebrauchsphase dafür zu sorgen, dass wir sie im Kreislauf führen, dass sie nicht in die Umwelt gelittert werden und bei dem Verbraucher einfach auch nochmal ein anderes Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Kunststoffverpackungen oder Plastikverpackungen nicht per se Abfall sind, dass sie kein Selbstzweck sind, sondern dass sie unsere Versorgung, unseren Konsum nachhaltiger und sicherer machen. Und das ist unser Informationsangebot, ausdrücklich kein Schaufenster, keine Werbeplattform, sondern hoffentlich ein glaubwürdiges und transparentes Angebot, mit uns in den Dialog zu gehen. Ein spannendes Thema wird uns erhalten bleiben. Ich danke Ihnen, Frau Hanker. Bleiben Sie gesund. Sehr gerne. Dankeschön.